Moin meine werten Freunde, was geht? Willkommen zu dieser brandneuen Reaction hier auf dem Kanal. Ja, heute zum allerersten Mal mit meiner neuen Webcam. Ich habe mir eine neue Webcam geholt, ja. Hier wird ein Bild eingeblendet. Und ich habe mich heute für diese Reaction entschieden. Und zwar für dies, das. Ich teile über alles. Das erste Video, wo ich eine Facecam benutzt habe und meine Stimme hatte. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken, genau, wir reden gar nicht mehr lange um den heißen Brei herum, sondern starten direkt mit dem Video. Und noch kurz, bevor wir starten, ich weiß, ich will nicht mehr reden, aber gib mir mal Bescheid, ob ihr eine neue Cam geil findet oder nicht. Und auch wie ihr hier unter der Cam, ich hoffe, ich zeige gerade richtig, wie ihr auch den und insgesamt den neuen bewegenden Hintergrund findet. Den habe ich mir kurz gekauft oder geholt, besser gesagt, und ich finde, er ist schon cool. Und ja, ich würde sagen, wir starten da mal mit dem Video. Moin Leute, was geht und willkommen zu diesem Video von Terraria. Erstmal, was ist das für ein Intro? Was ist das für ein Mikro? Womit habe ich das aufgenommen? Ich meine, ich hatte damals noch nicht dieses Mikro, das ich hier jetzt habe. Und vor allem, was ist das für eine Trashy Cam? Das ist schon auf dem Laptop hier jetzt aufgenommen worden, aber was ist das für eine Trashy Cam? Und vor allem, wieso zu diesem neuen Video über Terraria, wenn es ja literally ein Video ist, wo ich Infos gebe für den Kanal, also. Keine Ahnung, wir schauen mal weiter. Was ich euch auf jeden Fall sagen will. Also da bin ich dann nicht im Stimmdruck oder liegt das am Mikro? So richtig so. Dass ich heute ein bisschen Terraria spiele, wie man hier sieht. Nein. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und meine Facecam zu groß ist. Ach, das. Nee, die ist nicht zu groß, ich finde die gar nicht zu groß, ich finde die eher sogar ein bisschen zu klein. Wenn ich die Facecam hier jetzt anschaue, finde ich wirklich, dass die ein bisschen besser ist als die alte. So vom Größenvergleich her ist sie schon besser, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber schauen wir mal weiter. Beheben? Nein, kann ich nicht, scheiße. Egal. Ich suche ja eh nur Sachen, also. Ich suche eh nur Sachen. Ist das nicht so wichtig? Das habe ich mir damals gedacht bei diesem Video. Digga, ich denke mir so, ja, wird wahrscheinlich nicht allzu schlimm sein. Digga, ich habe jetzt schon eine Krise. Weil, wie komme ich dazu, so rüber zu reden? Oh mein Gott, Hilfe. Nein, aber was ich sagen will, ist ja einmal, dass ich hier einen schönen Begleiterkubus habe. Muss ich das wirklich erwähnen, dass ich einen Begleiterkubus in Terraria habe? Weil du alle nicht wisst, was ein Begleiterkubus ist, das ist dieser Würfel aus Portal. Dem Game, das wir hier sogar zweimal auf dem Kanal haben. Einmal in der normalen Version und in der schönen Grafik. In der Raytracing-Version. Beides ehrenwerte Let's Plays, die es lohnt anzuschauen. Das erste Let's Play sind erst so die letzten 2-3 Parts mit Stimme aufgenommen worden, weil OBS damals einfach Struggles hat mit meinem Mikro. Und das Raytracing-Let's Play wurde komplett mit Facecam aufgenommen. Also, ja, schaut euch die gerne an und ich würde sagen, wir schauen mal weiter. Schleime suche, so wie das. Schleime. Der, ist das ein Let's Play oder ist das ein Infovideo? Hä, ich will doch wie Infos über den Kanal geben. Dann sage ich doch nicht, was ich in Terraria habe. Aber das ist auch etwas, das ich erst spät bemerkt habe. Besser erst das Gameplay aufnehmen und dann die Infos geben, als das die Infos während dem Gameplay zu geben. Das ist etwas, das muss man einfach machen, sonst wird man abgelenkt. Und ja, das ist halt einfach heute ein bisschen unterkriegen.
was? Das ist heute was? Warte, es gibt Untertitel. Und ja, dass ich halt einfach heute ein bisschen unterkriegen will. Okay, Untertitel helfen nicht weiter. Übrigens, ich nehme das Ganze kurz, bevor ich zur Schule gehe, auf. Also. Mache ich, habe ich noch häufig gemacht, aber heute jetzt nicht mehr, weil es bringt mir halt ehrlich gesagt nichts. Ich investiere die Zeit lieber in irgendetwas Sinnvolles, wie zum Beispiel hier hinten den, das Ding hier zu dekorieren. Der wunderschöne Hintergrund. Oder ich investiere es wirklich in etwas Schulisches oder lese etwas, anstatt wirklich Videos aufzunehmen, denn das bringt mir halt wirklich nichts. Nicht wundern, bitte. Wieso soll ich mich nicht wundern? Das macht auch so null Sinn. Nicht wundern, bitte. Was war denn los mit mir damals? Und sonst, ja, würde ich halt. Wait, von wann ist eigentlich dieses Video? 2:22 am 14. Januar. Alright. Bisschen mit euch hier spielen. Ich muss wieder ansprechen. Ist das ein Let's Play? Oder ein Infovideo? Ich will ja Infos geben, also das weiß ich noch, dass ich Infos geben will, also. Hä, was war damals los bei mir? Hilfe. Ja. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht so viel rede, aber. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt, nein. Tut mir leid, dass ich nicht so viel rede. Digga, es kommt alle 2 Sekunden kommt ein neuer Satz. Und ich so, tut mir leid, dass ich nicht rede. Nee, das. Nee, 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 nee. Das kannst du mir nicht erzählen. Nee. Das kannst du mir nicht erzählen. Dass ich hier komme und sag so. Ja, sorry, dass ich so wenig rede. Nein, bitte, nein. Ich konzentriere mich hier gerade sehr. Aber du redest viel und die Konzentration sieht man auch so null. Und irgendwie sehe ich auf dem Video so richtig so aus, als hätte ich so gar keinen Bock auf mein gesamtes YouTube-Leben hier, aber ich hab Bock drauf, ganz ehrlich. Es macht mir wirklich Spaß, jedes Mal hier neu zu kommen und aufzunehmen. Und ich muss auch ganz kurz ansprechen, dass ich einen mega frischen Hairstyle hatte. Also schau euch den mal an. Ich meine, ich habe heute eigentlich auch einen geilen Haarschnitt. Der ist halt nur ein bisschen kurz gerade heute, weil ich war gestern beim Friseur. Und ja, hat sich kurze Haare kurz, aber ich habe eigentlich immer kurze Haare, aber jetzt kann ich es ja gerade nicht so nice stylen. Aber sonst, ja, habe ich eigentlich einen honestly, nice hairstyle. Auch cool, wie man heute und damals die ganzen Tastaturschläge hört. Das ist etwas, was ich eigentlich fixen will, aber ich krieg's halt nicht hin, weil. Okay, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Taste ich das zeigen kann. Wartet, ich kann es hier so machen. Hier, wenn ich hier mal hier meine Maus nehme, hier ein bisschen zu euch. Ne, das ist meine Maus. Oh, scheiße. Hier, das hier ist meine Maus. Ne, wenn ich hier so mache, dann hört man die. Wartet. Oh ne, die Maus hört man nicht, aber die Tastaturschläge. Die hört man. Alles klar, wir gehen weiter. Naja, aber sonst würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall auf unseren Discord-Server beitreten. By the way, joint gerne dem Discord-Server, denn der ist leer. Wieso gehe ich jetzt auf dem Vollbild? Aber, naja, auf jeden Fall, geht bitte auf den Discord-Server, denn der ist wirklich leer und es wäre geil, wenn ihr joint, denn ich will Community-Projekte machen, aber da niemand auf dem Discord ist, kann ich keine Community-Projekte machen, denn ja, meine Community-Projekte will ich eigentlich über den Discord veranstalten, weil dort ist es am einfachsten, Leute zu kontaktieren. Also, joint dem Discord, wenn ihr
mal bei einem Community-Projekt dabei sein wollt. Alright, Guys, für euch war es jetzt ein kurzer Schnitt. Für mich war es dann doch schon 20 Minuten, weil ich muss kurz essen und das hat sich ein bisschen gezogen, aber scheißegal. Wir gehen weiter. Ich weiß gerade nicht mehr den Kontext. Ich muss kurz zurück. Auf jeden Fall auf unserem Discord-Server Genau, beim beitreten, also Discord-Server dass ihr waren dem wir. Discord-Server beitretet. Ich werde den Link unten dort irgendwo in die Kommentare schreiben. Einfach die angepinnte Kommentare anschauen. Ich habe auch keinen Kommentar verfasst, by the way. Also, was war damals bei mir falsch? Weißt du, ich sag so, ja, ich pack das da mal hier rein. Auch ich. Was wollte ich schon wieder machen? Egal. Und das übrigens dort hinten, das ist mein gesamtes Zimmer. Wer hätte denn das gedacht, dass hier dieser Raum hier, warte, ich zieh kurz die Kopfhörer aus, dann kann ich es euch besser zeigen. Wer hätte gedacht, dass das alles da, dass das alles da hinten mein Zimmer ist? Schon krass, ne? Okay, nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Was hatte ich denn damals? Was ist das für ein Infovideo? Ja, mein Zimmer. Nee, Digga, es ist so witzig, dieses Video. Digga, ich könnte jetzt, glaube ich, keine Ahnung, was wir in der Reaction draus machen. Ey, Digga, es ist so ein dummes Video. Ich glaube, ich werde das wirklich im nächsten Livestream mal zusammenschneiden und daraus das dümmste Video auf dem ganzen Kanal erstellen. Ob es dümmer wird als das Best of, keine Ahnung, aber stimmt, schaut euch das Best of an. Das wurde auch unglaublich witzig bis am Ende. Und ja, ob es dümmer wird, wer weiß, aber wir werden ja dann sehen. Ich habe leider kein Greenscreen. Habe ich bis heute nicht. Will ich mir noch mal kaufen, aber nicht in der nächsten Zeit, weil aktuell habe ich eine Software, die mir den Hintergrund entfernt. Und solange die noch einwandfrei funktioniert, brauche ich das nicht. Den ich mir auch nicht leisten kann. Aber trotzdem würde es mich freuen, wenn wir die 1000 Abos dieses Jahr. Lasst uns erstmal auf 900 kommen, okay? Aktuell haben wir 861 zum Zeitpunkt des Videos und auch zum Zeitpunkt, wo wir den 23. März haben. Noch auf YouTube erreichen würden. Und wenn wir vielleicht auch. Warte, was ist das für ein Schleim? Ganz normaler Schleim, okay. Und wenn wir dieses Jahr vielleicht auch die 4000 Stunden Wiedergabezeit schaffen. Das weiß ich aus dem Kopf, haben wir 93 von 4000. Okay, gut, ich erkläre kurz, wie die Watchtime funktioniert. Solltet ihr schon ein bisschen geschaut haben, erstmal danke. Aber ich erkläre euch wirklich kurz die Watchtime. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Wenn jetzt jemand, nehmen wir jetzt mal an, jemand schaut jetzt mein Video für 3 Stunden, dann kriege ich eine dreistündige Watchtime. Das heißt, ich hätte 3 Stunden Watchtime plus gemacht. Ne, also für die so ein bisschen. Und man jetzt denkt so, ja, ich helfe ihm mal, indem ich ein bisschen die Wiedergabezeit hier auf 2 setze. Das bringt nichts. Die Watchtime bleibt genau dasselbe. Also, wenn ihr dachtet, ihr könnt mir damit helfen, dann habt ihr mir damit nicht wirklich weitergeholfen. Aber trotzdem wäre es eine gute Idee, ne? Also, wenn ihr mal einen Tag nichts zu tun habt, dann schaut doch mal ein bisschen meine Videos, ne? Nicht gerade der beste Content hier auf YouTube, aber ein bisschen Unterhaltung ist immer mit dabei. Denn dann kann ich besseren Content bringen und das wird. Digga, ich kann auch jetzt besseren Content bringen, ohne dass ich Abos brauche. Digga, aber das war damit so meine Idee, so, yo, wenn ich den Leuten sage, ey, abonniert mal, dann kann ich besseren Content bringen. Dann bringen sie auch bessere Videos. Ja, dann kann ich mir Abos gewinnen.
Und ich dachte mir damals wirklich so, ey yo, das ist doch die Strategie. Aber heute weiß ich so, Digga, es bringt nichts, Leuten zu sagen, dass wenn du bestimmte Abonnentenanzahl erreichst, dass dann deine Videos besser werden. Also, das bringt halt wirklich nichts. Aber ja, heute bin ich wirklich einfach so, ich gebe mein Bestes für YouTube und hoffe, dass es gut genug ist für euch. Und ich mache es auch so, dass mir die Videos selber auch gefallen. Aber nun gut, schauen wir mal weiter. Ja, schon auch nice. Aber sonst werde ich jetzt mal sagen, ich erkunde ein bisschen den Dschungel und sage ein paar Sachen. Jetzt entscheide ich mich dazu. Was hatte ich damals für ein... Oh nein. Wieso erst jetzt? Oh Gott, nein, Digga. Ich weiß gerade nicht, ob ich cringe fühle oder ob ich mich selber oder ob ich über mich selber lachen soll. Ich habe so diese Emotion, die noch nicht weiß, wie wir schreiben. Also, ich weiß, es ist jetzt nicht gerade das Unterhaltsamste, mir einfach beim Fliegen zuzuschauen und so. Muss ich ihm zustimmen? Also was ich jetzt natürlich weiß über Content, weil ich habe mich natürlich auch im letzten Jahr weiterentwickelt, was Content auf YouTube angeht. Und das ist nicht gerade der Content, den die Leute wollen. Like klar, die Reactions hier auf dem Kanal, die gehen immer massiv in die Höhe. Und ich weiß bis heute nicht wieso. Like egal, ob es eine Reaction ist, wo ich sage, yo, wenn ich keine Ahnung lache, muss ich Liegestütz machen. Oder ob es einfach eine Reaction ist auf irgendjemand, der über soziale Probleme redet. Oder ob es irgendetwas ist, von dem noch nie jemand gehört hat. Das ist einfach so. Die gehen immer rauf. Oder ob es einfach eine stinknormale Reaction ist. Ist genau dasselbe. Geht auch hoch wie eine Bombe. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber. Wahrscheinlich wird auch diese Reaction hier wieder unglaublich weit gehen, aber. Keine Ahnung. Wir schauen mal weiter. Aber das geht halt jetzt nicht anders, weil ich Sachen suche. Warum gehe ich dann nicht einfach auf, keine Ahnung, kurz Minecraft und mache es da? Ne, versteht ihr, was ich meine? Ich hätte ja auch einfach sagen können, ey yo, ich starte kurz Minecraft und nehme da ein Video auf, wo ich aber auch ein bisschen was bringen kann, als bei Terraria, wo ich jetzt nur Sachen suche, was irgendjemand dann schauen wird. Ne, also, das wäre jetzt das, was ich machen würde. Oder vielleicht auch, keine Ahnung, statt halt Mario Odyssey, mach ein bisschen Gameplay oder Mario Kart und redet da drüber, ne? Aber einfach so, dass es irgendwas Interessantes im Hintergrund hat. Wie halt zum Beispiel, wartet. Wie halt zum Beispiel hier, der Verliesüberfall, diese ganzen Erfolge will ich noch schaffen. Das ist halt auch wieder etwas, das hat in einem Newsvideo nichts zu suchen, ne? Also würde ich jetzt zum Beispiel. Das kommt jetzt am Freitag raus, aber das Ganze ist am Donnerstag aufgenommen worden und wird am Freitag veröffentlicht. Aber würde ich jetzt da jetzt mal am Montag ein Info wieder raushauen, dann würde ich wirklich zuerst Gameplay machen und dann euch darüber erzählen, weil dann habe ich im Hintergrund nichts Unnötiges, ne? Also versteht ihr, wie ich meine? Es ist einfach so, ja, ich brauche irgendein Video. Gut, ich mache das kurz. 20 von 24 Slimes habe ich übrigens auch schon besiegt. Ja, eben, das ist einfach unwichtige Sachen, Mike. Wieso? Wieso bringe ich das ins Video? Das interessiert so niemanden. Quest von Angler. 15 Bosse muss ich insgesamt besiegen. 7. Digga, bitte. Es ist einfach so, what the fuck? Was habe ich damals mir gedacht? Davon habe ich schon. Und ja, ich bin halt hier sonst am Suchen. Aber dann, was ich noch ansprechen wollte, genau. Der Channel Newsletter. Ich weiß, manche von euch wollen ihn, aber er kommt nicht. Ich glaube, ich habe das damals wirklich nur so gesagt, als ob wirklich so Leute das fragen, aber eigentlich hat nie jemand danach gefragt.
Und Digga, wieso heißt das Video dies, dass ich sage über alles? Wenn ich ja wirklich gesagt habe, ey, das ist ein Infovideo. Also ich habe es nicht in dem Video angesprochen. Aber das soll ja wirklich ein Infovideo sein, wie man ja den Infos vom Video schon bemerkt hat, ne? Also. Wieso komme ich jetzt so auf, ey, yo, Channel Newsletter? Kommt nicht. Das ist ja der Channel Newsletter. Und das liegt daran, weil ich halt schulisch ein bisschen sehr viel zu tun habe. Deswegen. Lass uns mal ganz kurz schauen, was habe ich denn in der Zeit so gemacht? Oh, stimmt, die ganzen Boost-Videos waren auch legendär. So, also, dies hat sich da über alles. 14. Januar, dann Channel Newsletter. Von wann ist der? 18.01. Interessant. Ich bin wackelig auf den Beinen. Von wann ist das? 7.01. Also, ich weiß nicht ganz, was du dir damals gedacht hast, Kaitendo, aber. Das war alles so legendär, aber 20.01. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, dass uns seine Lüge erzählt. Deswegen kommt er jetzt nicht direkt in den nächsten Wochen. Er kommt nicht direkt in den 2. Wochen. Wann kam das Video? 18.01. 14.01. Vier Tage danach kommt der. Was ist denn los? Stimmt, das wäre auch mal eine Reaction so. Der allererste Newsletter von mir. Wie war der? Oder so irgendwie, ne? Das wäre eigentlich eine geile Reaction, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kommt er nächste Woche, vielleicht auch nicht. Aber naja, man kann ja nie wissen, ne? Was bist du eigentlich? Regenbogenschirmschlamm. Naja, aber was ich sonst noch sagen wollte, bevor. Das wird jetzt leider schon zu Ende ist, weil ich jetzt gleich in die Schule muss. Ich mache damit eigentlich unbedingt die 1000 Abonnenten und die 4000 Stunden Wiedergabe. Digga, das hast du schon gesagt. Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass ich nur noch hier sag so, ey yo, lass mal 4000 Stunden Wiedergabezeit haben? Bitte sag mir, dass das nicht alles ist, was ich noch ansprechen will. Zeit schaffen. Damit wir zusammen dann besseren Content haben können. Ich muss noch mal sagen, aber Abos bringen keinen besseren Content. Und damit ich auch für euch bessere Sachen machen kann. Und auch das. Es ist einfach so, dass dir das halt nicht besseren Content bringt. Also ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, aber es bringt halt nicht besseren Content. Ich schaue noch schnell mit euch, was hier drinnen ist, und dann beende ich die Folge. Look at that. Digga, da hatte ich noch nicht so viele Pickel, ne? Sieht man die Pickel eigentlich hier auf dem Video? Nee, ne? Ich glaube nicht, aber. Oder sieht man die? Nee, die Pickel sieht man nicht, aber. Man sieht, dass ich immer noch Sonnenbrand habe. Ja, also hier so, ich habe so richtig den Sonnenbrand von letzter Woche vom Skifahren. Alter, holy shit. Man sieht doch, man kann ein bisschen meinen Bart sehen, wenn man sich gut achtet, aber. Ja, wir schauen mal weiter. Bleibaren. Ein fliegender Teppich nehme ich gerne. Wieso schneide ich eigentlich auch solche Sachen nicht einfach raus? Like, das sind so Sachen, die brauchst du nicht. Aber ich schneide sie nicht raus. Fackeln, ein Holzpfeil und ein schwacher Heiltrank. Das ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Schau noch, ob hier sonst was ist und.
Sonst würde ich dann die Folge jetzt beenden. Danke fürs Dabeisein. Wie immer, ich war's, euer Kamitendo. Und bis zum nächsten Mal. Ich hab nicht mal einen richtigen Abschied. Nee, warum habe ich keinen richtigen Abschied? Boah, nee, das geht mir jetzt gerade so richtig auf die Eier. Also, no joke, das geht mir richtig auf die Eier. Das wird zwar eine XXL-Reaction hier für den Main-Kanal, aber mir ehrlich gesagt, ziemlich egal. Aber trotzdem, was habe ich mir damals gedacht bei diesem Video? Ne, wirklich, es ist so schlimm. Wieso mache ich dieses Video? Es hat 19 Aufrufe, aber ich weiß nicht, ob ich auf diese 19 Aufrufe stolz sein soll. I mean, klar, auf der einen Seite geil, aber auf der anderen Seite bin ich halt so, wieso? Wieso bringe ich das und nicht irgendwie etwas Besseres? Oder schneide es zumindest zu. Aber nein, ich bringe ein Video. Das ist einfach so aufgenommen, hochgeladen, fertig. Nein, das geht doch nicht. Bitte. Es ist so dumm eigentlich, aber I mean, ich nehme es mal einfach an, wie es ist. Und ja. Allerdings ist es auch etwas, was ich nicht löschen werde, denn es ist etwas, was ich nicht mache, ist, Videos zu löschen. Sollte trotzdem irgendwann mal bei mir ein Video gelöscht werden, dann hat es einen guten Grund. Entweder wegen zu viel Copyright oder weil YouTube irgendwie will, dass ich es lösche. Ansonsten lösche ich Videos eigentlich nicht. Und ansonsten würde ich mich jetzt bedanken fürs Zuschauen. Und ja, viel mehr kann ich nicht sagen, außer natürlich den Kanal zu abonnieren. Und natürlich auch dem wieder ein Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat. Udenaub ist natürlich kostenlos, deshalb drückt gerne auf den Button. Bei euch ist er natürlich weiß oder schwarz. Bei mir ist er blau, weil ich habe das so in YouTube angeschaltet. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, hier oben. Nee, warte. Da oben verlinke ich jetzt noch ein Video. Ne, da habe ich ein Best-of gemacht zu einem YouTuber. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, Kamitendo. Weil ein kleiner Fehler zerstört den ganzen Versuch. Ich laufe, ich springe, ich sterbe. Und das immer wieder, weil ihr nur...